Mann, ich spiegel, das hat mir ganz recht, jetzt sehe ich. Guten Tag. Wir haben ja letztes Mal ganz schreckliche Dinge rausgefunden und weißt du irgendwas über das Kanalsystem, Sebbe? Bleib wachsam. Der weiß also gar nichts. Okay, es gibt ein unterirdisches System. Nee. Gibt's hier sonst noch was? Das ist so gut, das Poster. Gibt's hier nochmal, wo wir die Ratte klar gemacht haben? Können wir den... Hier gibt's auch nichts. Okay. Okay, dann mal ein Vorschlag zu die Gute. Unterirdisches System. Möglicherweise bei Lefties. Wir müssen auch noch Flicken finden. Und irgendwas braun müssen wir bestimmt auch noch. Wir fahren mal zu... Ja, das ist ja pretty good question. Wir fahren nochmal zu Lefty. Weil bei Lefty ist es schön. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Batteriefach, aber viel größer. Aber wir haben noch nichts, was wir... Bleichmittel, was könnte man denn wohl bleichen? Babadi. Schöne Musik hier. Muss ich mich immer gerne wiederholen, finde ich total schöne Musik. Hey, Lefty. Kann ich dir helfen, Larry? Ja, ich glaube also nicht irgendwie, aber das ist, ich war im Knast, hatten was. Genau, Tunnelsystem, ja. Hast du was von einem geheimen Tunnelsystem unter New Lost Wages gehört? Ja, dieses Gerücht gibt es schon lange. Ja, angeblich hat eine berühmte Verbrecherbande in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die halbe Stadt unterhöhlt. Wahrscheinlich eine urbane Legende wie bezahlbare Mietwohnungen. Als ich die Rohre im Hinterzimmer verlegt habe, habe ich mich jedenfalls nicht weit in die Tunnel vorgetraut. Was? Das habe ich... Du hast, wo hast du die Rohre verlegt? Bis später, Lefty. Hier sind Rohre verlegt. Der Bubba... Ja, 20er Jahre. Der Tuck hatte recht, ne? Prohibition. Kommen wir denn da vielleicht irgendwie? Den fasse ich nicht an. So wie der aussieht, hat der womöglich noch antike Geschlechtskrankheiten. Aber da oben können wir auch nichts machen. Warte mal, wir haben... Gibt's denn hier... War hier nicht ein Kaugummi, dass wir vielleicht die Puppe noch flicken können? Mach jetzt mal das Licht aus. Flick! Oh, romantisch. Und das hat, das hat Aaron nicht genommen, dieses wunderschöne Licht. Bei Abrissbirne. Können wir dich ein bisschen platten, mein Schatz? Besser nicht. Okay, hier können wir auch nichts machen. Das ist very strange. Klick. Klick. Oh. Klick. Unromantisch. Unromantisch. Ich hätte es lieber romantisch. Klick. Oh, romantisch. Romantisch. Wundervoll. Aber sonst ist hier trotzdem nichts, ne? Was können wir denn wohl mit einer Abrissbirne machen, Freunde? Oh, vielleicht hier ein bisschen abreißen? Das ist gut, so wie es ist. Alright. Okay. Warte mal ganz kurz. Ne, das ist echt... Das ist nichts. Ich dachte mal, den Boba... Aber wir können auch nichts brauen. Na, pass mal, wir können mal gucken. Stripper, können wir dann... Wenn wir den jetzt vielleicht da... Da kommen die Zutaten rein. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Okay, pass mal auf. Da liegt ja was drin. Mysteriöser Tunnel. Hallo? Hallo? Sieht aus wie ein Geheimtunnel. Hallo? Wohin der wohl führt? Hallo? Er hat ein tierisches Echo. Wie, die haben da jetzt gerade ihre Wäsche gewaschen und dann ist da auf einmal jetzt ein Tunnel? Das verstehe ich nicht. Dann wollen wir mal. Ja, ja, unbedingt. Oh, ein unterirdischer Fluss. Nein, ein Abwasserkanal. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Ach du Scheiße. Nach links, wo der tote Alligator treibt. Nach rechts hinter der Ratte her. Geradeaus. Ich muss nochmal an die Lösung. Das ist. Ich komme hier nicht an mein Inventar. Geh mal links. Nach links, wo der tote Alligator treibt. Ja, ja. Oh,
Es riecht hier wie eine von Lefties Socken, die er mit Schinken eingerieben hat, vor 2 Wochen. Und seitdem in seiner Hose rumträgt. Boah. Hier ist eine Kreuzung. Links liegt eine leere Bierflasche, vor mir ein Strohhalm und rechts eine Videokassette mit der Aufschrift Live Aids. Ich gehe... Rechts. Hier ist glaube ich, die Vorstellung von dem neuen Pipifo, ne? Wir gehen mal nach rechts. Ich muss mir dann, wenn wir da nochmal rein müssen, muss ich mir die Dings nochmal angucken. Nach rechts, an der Kassette vorbei. Das war wohl nicht der richtige Weg. Okay, gut, Freunde. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel, bleib ganz relaxed. Relaxed. Was? Das... Das hilft mir nicht. Das Wasser fließt ganz stark nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel, bleib ganz relaxed. Relaxed. Freunde, werdet ihr da schlau draus? Nach links? Relax? Das Wasser fließt ganz stark nach links. Nach links. Was braucht man dann für echte Drinks? Nicht nur der Baum fällt durch die Axt. Willst du ans Ziel, bleib ganz relaxed. Relaxed. Dann wollen wir mal. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Oh, ein unterirdischer Fluss. Nein, ein Abwasserkanal. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Den Kanal nach rechts. Wir sollen aber das Wasser... Warte mal, wenn die Ratte nach rechts schwimmt, fließt das Wasser auch nach rechts. Nach links. Dann gehen wir jetzt mal nach rechts der Ratte hinterher. Nach rechts, hinter der Ratte her. Das war wohl nicht der richtige Weg. Okay. Gut. Dann wollen wir mal. Okay, dann war das mit dem Links-Alligator doch schon recht. Ein unterirdischer Fluss. Ja, nein. Fluss. Ein Abwasserkanal. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Gut, links war auf das erste... Nach links, wo der tote Alligator treibt. Es riecht hier wie eine von Lefties Socken, die er mit Schinken eingerieben hat. Vor 2 Wochen. Und seitdem in seiner Hose rumträgt. Hier ist eine Kreuzung. Links liegt eine leere Bierflasche, vor mir ein Strohhalm und rechts eine Videokassette mit der Aufschrift Live Aids. Ich gehe... Geradeaus, relax. Also relax würde ich. Oder links nach der Bierflasche? Wir gehen mal geradeaus. Geradeaus, an dem Strohhalm vorbei. Es wird etwas heller. Oh, das Bernsteinzimmer. Egal. Faith wäre nur von 90 Timberpunkten beeindruckt. Ich bin auf einen Troll gestoßen. Er schaut mich wütend an. Auf dem Boden liegen ein 20-seitiger Würfel, eine Axt und eine halbvolle Milchtüte. Ich nehme die Axt, genau, Axt war irgendwie, ne, und hacke den Troll in zwei, Axt war erwähnt, ne, auch mit... Nehme die Axt und hacke den Troll in 2 Hälften. Die Axt durchtrennt den Troll genau in der Mitte. Der tote Troll wirkt immer noch etwas überrascht. Die Axt zerfällt in ihre Einzelteile. Naja, dann gehe ich mal weiter. Die nächste Kreuzung. Links schaut ein Periskop eines japanischen U-Bootes aus dem Boden. Vor mir steht das Denkmal für den unbekannten Herrenwitz. Und rechts an einem Abhang steht eine Sonnenliege. Ich kämpfe gegen das Periskop und kläre, dass sie sich verfahren haben. Ich lege einen Kranz am Denkmal wieder. Mache es mir in der Liege bequem. Relaxen. Bequem. Mache es mir in der Liege bequem. Na! Ups. Das hast du gerade nicht wirklich gemacht. Doch, doch. Was machst du hier schon wieder vor einen Krach? Warum bist du jetzt auch schon wieder in der Zelle? Diese Stadt ist völlig verrückt. Wenn du da drin sein willst, dann bleib halt da. Wir haben uns verlaufen. Das war gar nicht... Das ist...
War das Poster wirklich so wertvoll? Genau, wir haben das Poster kaputt gemacht. Lady Gaga war da, glaube ich, drauf, ne? War das Poster wirklich so wertvoll? Du Banause! Du hast Lady Gag verschandelt! Sie ist eine Göttin! Wurde inzwischen klar, dass Gott eine Frau ist? Wenn dein Gott das perfekte Pokerface hat, Disco-Schwengel reitet, auf schlechte Romanzen steht und am Edge des Glory Holes kniet, ja! Klingt nach einer Göttin, hinter der ich stehen könnte. Amen, Schwester! Ich sagte, ich lasse das komplett unkommentiert, liebe Freunde. Und Notfall. Es handelt sich um einen Notfall. Was kann denn schon so wichtig sein? Also Scherzchen, hör mal zu. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine Abenteuer. Ich komme, um dich zu retten, Baby. Du, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich komme später wieder. Nee, wir versuchen das erst mit der Uhr. Wenn er eine Uhr auf Lau kriegt, warum nicht? Ich glaube, ich habe bei der Leibesvisitation meine Armbanduhr verloren. Du Schlingel, willst dir doch nur eine zweite Runde ergaunern. Nein. Wenn ich es mir genauer überlege, hatte ich gar keine Uhr an. Ich auch nicht. Typisch Braut, die sich nicht traut. Schau nur, wie spät es ist. Ich muss los. Ich komme, um dich zu retten, Baby. Ich komme, um dich zu retten. Das ist ja wirklich sehr süß, aber bei mir ist nichts mehr zu retten. Wirst du nicht auf der Arbeit vermisst oder so? Ach, Süßer, ich bin Freelancer. Ich arbeite, wann es mir passt und mit wem es mir passt. Was genau machst du denn? Gurken schmuggeln? Das ist nur ein Hobby. Nein, Schätzchen, mein Geschäft ist die Liebe. Du arbeitest auch im Sexshop, wie diese fiese Oma? Ha, ich bitte dich, ich bin viel professioneller. Ah, du bist also eine Nutte. Ich nehme das mal als Kompliment. Aber nein, ich kümmere mich darum, dass Menschen zueinander finden. Oh, jetzt weiß ich's. Du bist eine Puffmutter. Nein, ich verheirate Paare, du Banause. Ist dein Gehirn genauso eingestaubt wie dein Genitalbereich? Eine Drag Queen darf jemanden offiziell zu Mann und Frau ernennen? Und Frau sowie Mann und Mann. Freiheit! Irre, dass das heutzutage geht? Länder, die bei Ehen so engstirnig denken, sind ganz schöne Scheißlöcher. Scheißlöcher? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich komme später wieder. Mit anderen Worten, also wenn wir irgendwen verheiraten wollen, aber wenn du uns Beziehungs... Hier, pass mal auf, kannst du das irgendwie... Das ist keine gute Idee. Ich habe nur die besten Ideen. Was ist das Poster? Können wir das nehmen? Sorry, Tuck. Du hast die Göttin entweiht. Ich kann nicht ertragen, sie so zu sehen. Ja. Nimm sie weg. Ah, wir nehmen sie weg. Okay. Hä, wir brauchen noch Kleber irgendwie. Hast du Kleber, Baby? Okay, sonst können wir dir nichts reden. Okay. Das weiß ich. Okay. Jetzt mal ganz kurz gucken. Jetzt ein BH, Baby? Eher nicht. Larry, du machst auch nie, was ich dir sage. Nie macht er das. Der Bengel macht nie, was ich ihm sage. Hallo, Baby. Nur die Gitterstäbe trennen mich von Anu. Ich bin wieder da. Warst du weg? Ja. Als Flüchtling hast du wahrscheinlich mit schrägen Typen zu tun. Dieses Smartphone-Ding sagt, dass wir uns treffen müssen. Unser Date ist ein... Dieses Smartphone-Ding sagt, dass wir uns treffen müssen. Ja, ja. Sage ich gar nicht. Dieses Timber da. Um Gottes Willen. Ich habe mich da nur registriert, um zu sehen, wie die App funktioniert. Ich nehme alles von Prune genau unter die Lupe. Ja, sagen alle, ne? Dann solltest du mich mal unter die Lupe nehmen. Dann solltest du einfach mal mich unter die Lupe nehmen. In seiner Hose wirst du jedenfalls eine brauchen. Danke. Einmal Pflichtverteidigung reicht. Ja, du, ich bin wieder da. Warst du weg? Ja. Unser Date ist noch nicht annulliert. Oh. Ich glaube, sie steht nicht. Ich bin wieder da. Warst du weg? Ja. Als Pflichtverteidigerin hast du wahrscheinlich mit schrägen Typen zu tun. Gestern musste ich jemanden verteidigen, der Helium in eine Sexpuppe gepumpt hatte. Dann ist sie weggeflogen und er hinterhergerannt. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja. Das haben wir in Larry Reloaded gemacht. Lebhaft, natürlich. Was für ein Loser. Larry hat selbst gemacht. Ich kann mal das Verhältnis hören. Es kommt auf das Verhältnis von Helium und Sauerstoff an, damit man gut auf ihr schweben kann. Der war jedenfalls nicht meine Zeit wert. Okay. Na gut. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? So. Unser Date ist noch... Okay, das war's dann. Ja, sonst noch irgendwas hier? Irgendwo dahinter ist der Polizist. Aber der hat irgendwie gar keinen Bock auf uns, der Bulle. Der hat echt keinen Bock auf uns.
So, kommen wir hier wieder raus? Wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, wir müssen das nicht nochmal machen, weil nochmal überlebe ich das nicht. Wir haben aber gesehen, bei Prune, Leute, gibt es eine riesengroße Veranstaltung. Wir können ja den guten Larry und Lefty mal fragen, ob kann ich dir helfen, Larry? Ja, das hängt davon ab. Hast du was Neues für uns? Na, irgendwie nicht. Bis später, Lefty. Lefty, mach gut. Dann gucken wir jetzt mal auf die Straße. Und dann dürfen wir uns eine... Ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwas haben, was Energie macht, ne? Wir müssen das Ding noch flicken. Wir rufen es doch mit unter, fluppdiwuppdi, und gehen mal in die Superfollows. Well, well. Was sind das für Ballons? Die sind bestimmt mit Helium gefüllt. Will ich haben. Der sackt die echt ein. Wir können mal gucken. Aber die warten alle und wir können die einfach rein. Das ist schon ein bisschen surreal, ne? Hey, Guys! Leute, was denn jetzt? Wie laufen die Verkäufe? Wie laufen die Verkäufe? Bescheiden. Die Leute wissen alle, dass bald das neue Modell erscheint. Mhm, okay. Kann ich bei Prune arbeiten? Kann ich auch bei Prune arbeiten? Was? Du? Wer bei Prune arbeiten will, muss einen langwierigen Evaluationsprozess durchlaufen. Denn hier dürfen nur die Besten der Besten arbeiten. Wie wir? Wir suchen sowieso nur Praktikanten. Und es ist nicht so, als hätten wir die Praktikumsverträge einfach so rumliegen. Ich hätte gerade einen, ne? Ich suche eine Nari, die hier arbeitet. Woher kennst du denn Nari? Ich bin mit ihr auf Timber gematcht. Wow, das muss an dem Profil liegen, das wir dir eingerichtet haben. An die kommst du nicht dran. Sie ist die technische Leiterin des neuen P-Phones. Da müsstest du schon hier arbeiten, um sie zu treffen. Okay, Freunde, bis später. Wir haben jetzt gerade mal irgendwie zufällig so ein... Ach, das wäre die Gaga-Poster. Wir haben gerade mal zufällig einen Praktikumsvertrag hier. Ein Praktikumsvertrag? Ja, ja. Sieht man doch auf den ersten Blick, dass das nicht von Prune ist. Da ist ja nicht einmal das Prune-Logo drauf. Okay, ich verstehe. Das heißt, das wird der Stempel sein? Wie ein Stempel. Aber dafür bräuchte man Tinte. Ja, we need some ink. This is right. Where do we get some ink? Moment, ganz kurz mal gucken. Es ist alles, was mir von Aaron bleibt. Das will ich lieber mit Würde behandeln. Mit Würde? Würde, Würde, Würde. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay, dann. Pass mal, wir gehen mal ganz kurz raus. Weil ich will mal gucken, ob da den Prune-Logo nochmal... Das ist schon... Das muss, glaube ich, schwarz sein oder blau. Was haben wir denn Blaues? Was ist das? Die Protein-Pulver. Bam, 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 bam. Okay. Das lässt sich nicht kombinieren. Alright, wir müssen kurz ein bisschen... Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Broken Ink. 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 Was ist das? Ist ein Slushy? Das lässt sich nicht kombinieren. Es ist alles, was mir von Aaron bleibt. Ja. Das hilft mir nicht. Es ist alles, was mir von... Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwie wirklich Tinte. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Können wir denn die Luftballon hier mit Ette? Mach da. Die Luft aus den Ballons hat die Puppe aufgeblasen. Ja, aber ich denke, die hat drei Löcher, hast du gesagt. Jetzt ist sie wieder schön prall und man kann ihre Körperform gut erkennen. Hehehe. Okay. Ja, das ist toll. Das ist wunderbar, aber ich weiß nicht, was ich nicht im Geringsten, was ich damit machen soll. Ihr Freunde, ihr steht auch ein bisschen sinnlos in der Gegend rum, ne? Na gut, dann rufen wir uns mal eine unter. Und. Ich bin rad und los. Da ist Dick und die Torte was. Was soll ich nochmal mit Lance besprechen? Ach, weißt du, wenn er doch bloß... Wie kannst... Für mich außerdem... Aha, und ich muss... Was? Warten, kein Problem. Ich bin nicht nur ein guter Liebhaber. Vielleicht hätte ich... Baby, kannst du uns noch irgendwie weiterhelfen? Was gibt's? Nee. Kann ich die Maschine noch etwas behalten? Klar doch.
Ich komme später wieder. Okay, das nicht heißt, wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein... Ja, ja. Haben wir denn da hinten vielleicht Tinte? Flutschiger Pömpel. Wir brauchen Tinte. Bleichmittel. Können wir den Bleichmittel hier mit dem Vertrag machen? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay. Lalalala. Duxparfüm. Das Parfüm. Das hilft mir nicht. Das Parfüm. Das muss nicht parfümiert werden. Okay, wir brauchen also Tinte. Irgendwo braucht mit. Ach, im Dings noch Tinte? Den nimmt er ja nicht in den Kopf. Den könnt ihr übrigens nicht so wirklich sehen. Ich kann ja mal ganz kurz hier einmal ausmachen. So sieht das Ding denn aus. Ah, für die, die es noch nicht gesehen haben und unbedingt sehen wollten. Das ist der weltberühmte Einhornkopf mit einem. Egal. So, dann gehen wir nochmal raus. Hier können wir. Konnte er dann noch was nehmen? Wir gehen mal ganz kurz rein. Da war noch ein Patschepfötchen. Einer reicht. Okay, einer reicht ihm. Dildo. Wo ist Dildo? Wo ist Dildo? Wo ist Dildo? Wir brauchen Tinte. Wo kriegt denn jetzt wohl Tinte her? Der nimmt ja nichts, macht nichts. Nein, das nehme ich nicht mit. Auf der Platte ist ein äußerst merkwürdiges Geräusch. Hey Jungs, habt ihr Tinte? Wir brauchen Tinte. Hallo. Hallo. Willkommen im Salon de Lézard. Ah, das ist gut, dass ihr so nette Buben seid. So. Wir sehen uns später. See you. Weißt du, was das ist, Kollege? Eher nicht. Eher nicht. Wir können noch mal in die Gym gucken, ob da noch irgendwas Hallo, liegt. Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Herr Giffen, finde ich total nett von dir. Die Bohnenkuchen, da kommen wir nicht ran. Da müssen wir wahrscheinlich die... Wir müssen also... Meine Vorstellung ist folgende. Wir müssen Angestellter werden. Das kriegen wir irgendwie mit diesem... mit diesem Praktikumswischen, den müssen wir längst ein bisschen modifizieren. Und wenn wir die haben, kaufen wir uns Melone, tauschen das Ding irgendwie aus und das sind jetzt erstmal so grob die Pläne, die ich mir so zurechtgebogen habe. Aber vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Tinte. Warte mal, können wir denn... Das hilft mir nicht. Pass mal auf, du wolltest ja... Ich will noch mal ganz kurz gucken, was er sagt, wenn er hier mit dem Ding dagegen haut. Pass mal auf. Hier wuppdiwappdi. Ich könnte mir die Maschine in den Anzug stecken und mit ihr zuschlagen. Das Ding hat so viel Rammkraft, dass es den Boxsack pulverisieren würde. Allerdings würden dabei alle sehen, dass es keine Faust ist, die zuschlägt. Okay, jetzt hast du blocken. Wir brauchen eine... Faust. Ja, die passt drauf. Faust. So, jetzt, Baby, zeige ich dir meine... Wie heißt das hier? Dynamit und was weiß ich was. Wir hauen das Ding jetzt zu Klump. Jetzt kommt Mecha-Suit Larry. Wow! Ja, ja. Ich muss zugeben... Das hätte ich nicht erwartet. Ich weiß. Man sollte mich eben nie unterschätzen. Ich auch also, nicht. Haben wir ein Date? Puh, also ehrlich gesagt war ich schon sehr lange nicht mehr auf einem Date und weiß gar nicht mehr, wie so etwas geht. Hey, wie wäre es, wenn du mir bei meinem Fitnessplan hilfst und im Gegenzug zeige ich dir, wie man mich datet? Das klingt ehrlich gesagt ziemlich fantastisch. Ja, ja. Ich habe Lust, mich mal wieder richtig gehen zu lassen. Achtung, nächste Trainingseinheit beginnt jetzt. Oh mein Gott, ich muss laufen gehen. Mein Trainingsplan. Es tut mir leid, aber ich kann dieses Training nicht skippen. Eine Frau in meinem Alter muss immer an sich arbeiten. Findest du nicht, ich sollte lieber an dir arbeiten? Wie alt bist du überhaupt?
Höchstens 26. Larry, du bist ein schlechter Komiker. Ich bin 35. Ich habe nur noch wenige gute Jahre vor mir. Wieso? Bist du krank? Bei meinem Ernährungsplan? Niemals. Das kann ich mir außerdem nicht erlauben. Alle hier im Gym erwarten, dass ich ein Vorbild bin. Und wenn ich in der Fitness-Community was hermachen will, darf kein unnötiges Gramm Fett an mir sein. Und das wird jedes Jahr schwerer. Sorry, aber ich muss los, bevor ich meinen Ruhepuls erreiche. Komm zur Vergnügungsmeile auf dem Pier. Dann sehen wir weiter. Moment. Unser Date. Das war Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Oh, können wir dann was machen? Hat meine Faust schon genug schmecken müssen. Okay. Die Tasche reizt mich ja ungemein. Hey, Lance, Baby. Hey, Lance. Schau mal, das Poster. Genau, das Poster. Schau mal, das Poster von Lady Gag. Glaubst du an Schwulen-Ikonen wie diese? Was gibt es da zu glauben? Natürlich ist sie real. Check. Lance glaubt jetzt an Schwulen-Ikonen. Was? Was ist denn verkehrt mit dir, Larry? Schau mal, die Puppe. Schau mal, die Puppe. Das hatten wir auch noch vor. Ist diese Puppe nicht scheußlich? Um Himmels Willen, das sieht ja abartig aus, Larry. Wo hast du die denn bloß aufgetrieben? Check. Lance hat sich eingestanden, dass er Frauenkörper abartig findet. Was? Jetzt reicht es. Warum zeigst du mir diesen Kram? Wegen so oberflächlichen Leuten wie dir wollte ich nicht, dass andere wissen, dass ich schwul bin. Aber ihr geht mir sogar auf die Nerven, wenn ich so tue, als wäre ich hetero. Wenn du es unbedingt hören willst. Ich bin schwul. Und das ist auch gut so. Warte mal, Ich habe Dick zurückgewiesen. Ich habe ihm total mies das Herz gebrochen. Dabei will ich ihn doch auch. Du könntest deine Rumnerverei wieder gut machen. Ein wenig zumindest. Keine Sorge. Ich verstehe was vom Verkuppeln. Was bei Frauen funktioniert, kann bei dir doch nicht falsch sein. Vielleicht hätte ich lieber jemand anderes fragen sollen. Das hat dein Kollege auch gesagt. Und das ist, ja, dann sagen wir Dick jetzt mal, bringen wir Dick die frohe Kunde. Pass mal auf, Dick ist wieder an Bord. Und an deine Melone komme ich auch noch, Kollege. Kannst du aber dein allerwertes Bleiben viel fit im Fred. Herr Film, und sonst auch. Danke, Film. Das machen wir auf jeden Fall. Hey, Dicky Boy, pass mal auf. Ich hab da, kann man sich gar nicht vorstellen. Hey, Baby. Hey, Dick. Gute Nachrichten. Gut. Lance ist schwul. Sag bloß. Ich meine, er will wieder mit dir zusammen sein. Wirklich? Ach, Larry, so einfach ist das nicht. Als wir uns getrennt haben, hat er mein Geschenk ins Meer geworfen. Ich kann ihm erst verzeihen, wenn er sich entschuldigt und einsieht, dass er Mist gebaut hat. Meer. Wir haben da einen Strand, den Larry nicht durchwühlen möchte, weil er keine Gründe hat. Was war mit dem Geschenk passiert? Ach, das war am Pier. Lance hat es weggeworfen. Ins Meer. Bis später. So, du kleiner Stricher. Ich hoffe, jetzt hast du ein paar Gründe. Hallo? Um da mal... Ach ja, die ist jetzt auch da. Mal gucken. Die rennt jetzt irgendwo, ne? Okay. So, wenn du jetzt keine Gründe hast, Larry, dann hau ich dir Gründe bis... So, da leuchtet da was. Ich hab's funkeln gesehen. Da liegt etwas Funkelndes zwischen dem ganzen Treibgut. Ja, ja. Funkel, Funkel, Funkel. Da liegt etwas Funkelndes zwischen dem ganzen Treibgut. Ticket! Ist vielleicht... Ja, das muss das Geschenk von Dick für Lance sein. What is it? What is it? Ein Ring. Ein Ring? Das Geschenk von Dick an Lance. Okay, damit sollten wir jetzt allerdings nicht zu Lance gehen. Doch, zu Lance, nicht zu Dick. Weil dann kann er ihm das wiederbringen und ganz romantisch sagen, dass es ihm leid tut. Und dann gibt es eine ganz hervorragende Vereinigung wieder zurück in die... Na, die holen wir uns später. Ich will jetzt erst... Ich muss jetzt ein bisschen am Morde verbreiten. Lalalalalalala. Wir gehen in die Gym. In die Gym, 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 Gym. Hallo, Herr Fuengel. Viel Spaß beim Training. Danke, danke, danke. Das ist so nett von dir, ne? So, pass mal auf. Wir haben jetzt hier... Dick, Baby, hör mal zu. Wir haben jetzt hier was klar gemacht. Und zwar hier, da. Dick wollte dir einen Antrag machen. Du hast den Ring gefunden? Ja, am Pier. Ach,
Dick war so romantisch. Und ich hab ihn beleidigt und sein Geschenk weggeworfen. Ich hab richtig Scheiße gebaut, Larry. Ich muss mich bei Dick entschuldigen. Aber ich kann ihm nicht einfach so unter die Augen treten. Was denn noch? Wir hatten diese romantische Nacht mit einer Flasche Dom Pérignon. Wenn ich wieder so eine Flasche hätte, könnte ich mich bei Dick entschuldigen. Wo soll ich jetzt Dom Pérignon herkriegen? Wir müssen es brauen. Wir müssen es brauen. Bestimmt, wir müssen es bestimmt brauen. Ich würde meinen Allerwertesten drauf verwetten und der ist schnell verwettet. Machen Sie es gut, Sir. Wiedersehen. Bleiben Sie fit, Freund. Ja, und sonst auch. Ja, ja. Machen wir. Wetten, wir müssen Dom Pérignon brauen. Die kaufen wir uns. Jetzt gehen wir erstmal zur Lefty und dann... Hey, Lefty, das Ding, das ist noch nicht gegessen, das Thema, ne? Ist klar, ne? So, pass mal auf, Lefty, Dom Pérignon. Kann ich dir helfen, Larry? Oh. Also... Dom Pérignon. Ey, wie? Da ist nichts mehr, das ist, Jetzt können wir nach dem Zimmer ja fragen. Hast du vielleicht ein Zimmer frei? Du weißt schon, für Damenbesuch. Ja, das Zimmer oben. Nur wenn du bezahlen kannst. Ja, genau. Vielleicht kann ich die Miete abarbeiten? Besorge mir noch die neuen Zutaten für das Barbarenbräu. Dann bekommst du das Zimmer. Okay, pass mal auf. Was Bis sind, später, Lefty. Was sind denn die Zutaten? Pass mal auf, vielleicht müssen wir die Zutaten Lefty geben. Wir bringen jetzt erstmal die Knolle, weil die ist vitalisierend. Etwas Natürliches, mit vitalisierendem Effekt. Ja, das sollte gehen. Danke, Larry. Okay, dann würde ich sagen, die Rosenblätter vielleicht für Geschmack? Eher nicht. Gucke. Das würde ihm nicht gefallen. Parfüm hier für den Geschmack. Etwas, um den Geschmack und Duft des Bieres zu verstärken. Oh ja, das riecht tatsächlich sehr außergewöhnlich. Was brauchen wir denn noch? Hier, die Bleichmittel. Das ist keine gute Idee. Okay. Die Rosen wollte nicht hier ein bisschen Sojamilch. Das würde ihm nicht gefallen. Okay, Sojamilch, ein Slushy. Das ist keine gute Idee. Genau, Brot, Barbarenbrot. Eher nicht. Haut? Das ist keine gute Idee. Was ist denn wohl das dritte? Was war denn das dritte nochmal? Hier ist das Rezept. Wo ist das Rezept? Die Zutaten, die ich Lefty besorgen soll. Etwas, um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Jawohl. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Kraftstoff. Ja, aber Kraftstoff, das ist doch hier, das ist doch das Proteinpulver. Eher nicht. Bleichmittel. Ein bisschen Pümpel. Das würde ihm nicht gefallen. Okay. Nee, momentan wüsste ich es nicht. Spiegel kann man auch nicht machen. Meine Spielkinder, ich sage es erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir müssen mal gucken, wie wir das dann im Folgenden regeln. Warte, ich nehme mal ganz kurz auf Klo. Ganz kurz auf Klo. Ich muss gerade mal. Ist denn hier noch irgendwas Neues? Gibt es denn hier noch irgendwas, was hier... Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Okay. Was will ich denn? Nee, auch. Da ist nichts im... Ich will die... Hey Baby. Jetzt ist er brav. Er war immer schon brav. Ohne guten Grund. Du und deine Gründe. Haben wir irgendwas, was wir vielleicht... Pass mal auf die Gurke. Das hilft mir nicht. Meine Spielkinder, vielen Dank fürs Zuschauen und... Ich weiß es momentan nicht, aber wir kriegen es hin. Hey Süße, warum hast du das Licht ausgemacht? Wo bist du? Oh, das fühlt sich doch an wie dein...
Oder auch nicht. Und warum liegen wir nicht mehr im Bett? Wo ist das Bett überhaupt?